Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie begeistert die Schülerinnen und Schüler an neue Aufgaben herangehen. Dabei lernen sie viel, dabei zeigen sie ihre Begeisterung, hoffentlich für das Fach der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Und ganz besonders heute und hier in Ludwigsburg mal wieder eine analoge Veranstaltung mit über 500 Teilnehmern und begeisternden Augen der Preisträger. Chips bestimmen die Welt von morgen. Und zwar nicht nur in Gesellschaft und Wirtschaft, sondern im Leben von jedem Einzelnen von uns. Deswegen fördern wir im Bildungs- und Forschungsministerium Wettbewerbe wie Invent a Chip. Es soll zeigen, dass das eine wichtige Sache ist und die soll auch richtig Spaß machen. Das Besondere bei Invent a Chip ist, dass sich Schülerinnen und Schüler da richtig tief in die Grundlagen der Mikroelektronik reinwühlen und tolle Lösungen produzieren. Wie zum Beispiel dieses Jahr zeigen sie, wie man nachhaltige Lösungen damit voranbringt durch die Steuerung von diesem Solartracker. Ich denke, das Gute an dieser Challenge war, dass man wirklich viel mitnehmen konnte, wie das Chip-Design funktioniert und wie man quasi mit solchen Chips arbeitet, auch Wissen, was normalerweise erst auf Universitätslevel gelehrt wird, schon als Schüler mitzunehmen. An dem Wettbewerb hat mir besonders jetzt der letzte Teil gefallen, wo wir eben den Solartracker gebaut haben, weil es wirklich eben sehr herausfordernd war, weil die einzelnen Schritte erstmal zu schaffen, also die Motoren anzusteuern, die Werte von den Sensoren auszulesen. Und wenn dann eben einer von diesen ganz vielen kleinen Teilen funktioniert hat, dann war das ein extrem gutes Gefühl, wenn man eben die ersten Bewegungen von dem Motor gesehen hat, wenn man auf dem Bildschirm die ersten Daten von den Sensoren gesehen hat und dann am Ende das alles miteinander zu verbinden, war extrem schwierig, aber dementsprechend dann auch wirklich ein gutes Gefühl, als alles ja, zusammen funktioniert hat. Ich würde den Wettbewerb auf jeden Fall weiterempfehlen, einfach weil es total viel Spaß macht, die neuen Dinge zu lernen und auch mit anderen in Kontakt zu kommen, und auch auf dem Kongress macht es einfach total viel Spaß, sich mit anderen auszutauschen.